20 years of Einstützen und Neubauten. A remarkable anniversary for a band that appeared in 1980 under the motto, 2 years till the apocalypse. At the time, no one could have foreseen that Einstürzende Neubauten would become, next to Cannes and Kraftwerk, the most internationally recognized and important German music group. I love Neubauten. So, happy birthday. Ja, nächstes Jahr habe ich dann ungefähr die Hälfte meines Lebens damit verbracht. Wir sind da! Ihr nicht! Right on time for their 20th birthday, the Neubauten present their new album, Silence is Sexy. Peaceful sounds and string arrangements. 20 years ago, this would have been unthinkable. In 1980, the band set out to break down all musical structures. For someone who is listening to the band now, for the first time, this might be very hard to imagine. Experiments with noises from everyday life and the characteristic sound of industrial scrap metal made them unmistakable and brought them the label of avant-garde. Today, there is no question, the Einstürzende Neubauten have had an enormous influence on later musical generations. First saw them in, we were in Amsterdam, the birthday party. We were on tour there. I was in a hotel room. I very clearly remember putting on the TV and seeing this band that I'd never heard of before. And it was an incredibly mournful, haunting piece of music that they were making. And eventually it came onto Blixer, and I'd never seen anybody look so destroyed, so ill. And he opened up his mouth and let this cry come from his throat, which was something I'd never heard come from an adult human being before. It was something that comes out of strangled cats or dying children. It was one of those defining moments for me of things that you see that just change the way you are. In 1980 in Berlin, Blixer Bargeld and his school friend, Andrew Unruh, are roommates and began to make music. One of their first sound expeditions leads them to the empty steel interior of a highway overpass. This is the location where the first recordings of Einstürzende Neubauten came into being. Natürlich waren das andere Herangehensweisen. Dort hatten wir noch nicht mal Strom. Ich bin dann noch 2 Stunden durch die Gegend gerannt, nachts, ja, damit wir diese Aufnahme überhaupt nur ermöglichen konnten. Es lag wirklich an 3 Volt, ja, in Form von 2 Batterien, ja, die uns für einen Kassettenrekorder gefehlt haben. Wir haben natürlich einerseits mit dem aufgenommen, andererseits hatten ein anderes Gerät, wo wir elektrisch Gitarre drüber gespielt hatten, auf Batteriebasis. Das ging, geht ja. Und natürlich sind das nicht normale Aufnahmebedingungen, aber das haben wir uns ja genauso ausgesucht.
Wenn ich diese Aufnahmen sehe mit Andrew und mir, dann denke ich natürlich in erster Linie dran, was für eine komische Lebenssituation ich damals steckte eigentlich. Meine erste eigene Wohnung und dann aber im Prinzip schon halb gekündigt und halb schon wieder draußen und keine bestimmte Lebensperspektive im Sinne, dass ich keinen pekuniären Hintergrund habe und keine Ausbildung und es ziemlich weit offen ist, was denn nun mit mir nächstes Jahr überhaupt werden wird. Ist das Kriegen in den Städten? Kriegen in den Städten! West Berlin in the 80s. A counterculture emerged in the island city. The punk and autonomen movement was founded, houses were squatted, and it came to street fighting with the police. The beginning of a new era. Die Hippie-Zeit ist vorbei. Und wir leben in einer Welt, die irgendwie komplett kaputt ist. Der Name Neubau, Einsturz zu Neubau, ist totales Programm. Wir mussten erstmal irgendwie das alles wegschaffen, dass es eben so weit gegangen ist, dass wir auch überhaupt gar keine normalen Instrumente mehr benutzt haben. Das musste erstmal alles zum Einsturz gebracht werden, um eben Platz zu schaffen, um unsere eigene Musik machen zu können. Wer sagt, das ist Krieg? In dem Zusammenhang war es interessant zu sehen, dass genau dieses Stück, Steh auf Berlin, besteht in seiner Grundsubstanz eigentlich nur aus zwei Metallteilen, die getrommelt werden. Und das ist letztendlich die Musik, die ich dann auch auf solchen Demonstrationen gehört habe. Weil irgendwann fingen die Leute immer an, dann Barrikaden zu bauen und dann gab es immer so ganze Trommelabteilungen, die nur eben auf diesen ganzen Gittern und Stangen etc. stundenlang trommelten. Und es war im Prinzip genau dieselbe Musik. Generell haben wir natürlich mit all diesen Bewegungen immer Schwierigkeiten gehabt, weil Neubauten halt keine Sache ist, die sich in irgendein Dogma einpassen lässt. Man kann nicht spielen, man kann nicht spielen, man kann nicht spielen, man kann nicht spielen. Freunde sind neue Bälle. The Neubauten are a part of the art and music scene particular to Berlin. Not dogmatic punk, but rather ironical experiments set the tone for the music in the early 80s. As inspired dilettantes, the Neubauten and their contemporaries raised amateurness to a principle. Zu dieser Zeit war das so. Alle haben sich selbst erfunden und sind auf die Bühne gegangen und haben irgendwelchen Quatsch gemacht. Und genauso haben wir auch angefangen. Also wir waren wirklich nur einige von vielen zu der Zeit. Als wir anfingen mit Metall und mit nicht musikalischen Objekten zu spielen und zu arbeiten, also das ist ja nicht entstanden als trocken überlegte künstlerische Entscheidung, sondern das entstand tatsächlich aus der Tatsache, dass Andrew sein Schlagzeug verkauft hat, um die Miete zu bezahlen und dann eins aus geklauten Baumaterialien zusammengebaut hat. Es ist harte Musik, zwar harte Töne für eine harte Zeit und warum nicht? Ja, so hatte ich ein Stahlschlagzeug bei mir gebaut. Damit habe ich den gespielt. War dafür zuständig, irgendwie alles in Frage zu stellen und an normalen Aufnahmemethoden irgendwie zu zweifeln. Also er hat dann so Vorschläge gemacht, wie jetzt müssen wir erstmal in die Masterbänder über Löcher reinschneiden und gucken, wie das klingt. Oder eben durch die Sachen, die er gebaut hat, die natürlich sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf die Musik von Neubauten gehabt hat. Also wenn ich einen interessanten Gegenstand finde, dann bearbeite ich den und versuche irgendwie Musikinstrumente daraus zu machen. Bin ja altmodisch und finde irgendwie, was man sieht, das finde ich, glaube ich, ist auch interessanter für andere. Und dementsprechend gehe ich auch vor. I think he is a kind of completely one-off character.
And I think he is kind of truly anarchic, very annoying sometimes, but, you know, he could be a real pain in the neck. And he always had his little rituals, like every time we'd go to a hotel, he'd always insist on changing rooms, and every time we'd go to the airport, just as soon as the flight was called, he'd have to go off, go shopping, you know. I mean, and he never took anything seriously. And he wound people up all the time, and sometimes it was very, very funny to watch. And he used to wear a wetsuit under his suit in case the plane landed in the sea so that he could swim. he was very funny, but he's kind of... Sometimes he's like a record that you're glad you got in your collection, but you don't want to listen to it all the time, you know. And he's like a friend that you... It's good to have him, but... Alexander Hacke joined the Neubauten at 15. When he was 14, his first record had already been released. Ich hatte mit 14 die Single of the Week im NMI, mit so einer Single, die ich auf Klaus Max Label gemacht habe. Hiroshima hieß das Stück. Das war alles vor Sampling, damals hat man noch... Kassetten auseinandergeschraubt und hat eine Bandschlaufe in die Kassetten reingebaut und solche Sachen habe ich gemacht, hinten vom Mischpult aus. Meine Idealvorstellung war immer, ein Mischpult zu haben, was auf Rollen ist, dass man das Publikum von hinten zur Bühne hinschieben kann. Alex war im Prinzip immer Musiker und war mehr Musiker als alle anderen in dieser Band und der hat wirklich mit 13 seine erste Europatour gemacht. Als er dann statt zur Schule zu gehen, ist er dann mit seinem Korg MS-20 und seiner Gitarre auf eine Europatour gefahren und hat seine Mutti dann irgendwann angerufen und gesagt, hör mal, ich bin jetzt hier. Da. Meine Mutter durfte offiziell nicht wissen, wo ich bin, weil sie sonst das Sorgerecht entzogen bekommen hätte. Ich durfte auch in der Zeit in Hamburg ganz am Anfang, durfte ich mich nicht beim Schwarzfahren erwischen lassen oder so, weil hätte irgendjemand geschnallt, wer ich bin, wo ich gerade bin, ich wäre direkt ins Heim gekommen. Also ging das erstmal los. Joining the Neubauten from Hamburg were F.M. Einheit, alias Mufti, drummer and percussionist of the band, and Mark Chung, bassist and later in charge of finances. Before joining, both played in the punk group Abwärts. Das erste Mal die Neubauten gesehen und getroffen habe ich irgendwie 1980 beim Festival in Hamburg, wo ich mitgearbeitet habe. Die Neubauten konnten eigentlich gar nicht spielen, weil irgendwie die Punks sich da vehement dagegen gewehrt haben. Aber ich fand das natürlich sehr interessant. Und die haben dann bei uns gewohnt und haben dann irgendwie die ganze Nacht geredet und überlegt, ob wir was zusammen machen. Aber eigentlich mit Blixer zusammen. Der hat dann aber, ich habe dann ein Studio organisiert und hat Endo mitgebracht und dann gehörte ich irgendwie zu den Neubauten dazu. Am ersten Tag wurde uns das Studio aufgeschlossen. Das ist ein 16-Spur-Studio in Hamburg, das Hafenklang. Und der konnte sich das auch nicht lange anhören. Ne, was wir da machten, auf Stahl rumhauen und weiß ich was, alles schreien und verzerrte Gitarren und weiß ich was. Der hat eigentlich gedacht, irgendwie auch alle anderen PA-Verleiher, dass halt die Musikanlage einfach kaputt geht oder weiß ich was. Der wollte sich dann einfach gar nicht das angucken, hat gesagt, ja, macht dann später mal das Licht aus irgendwie, wenn er genug habt irgendwie so und dann morgen sehen wir uns dann irgendwie. Dann haben wir teilweise den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie vor diesem Mischpult zu stehen und gucken, dass irgendwo geht's rein, muss es auch irgendwo wieder rauskommen. Das hat dann aber Stunden gedauert. Aber dadurch haben wir dann eigentlich ziemlich gut gelernt, irgendwie so ein Studio funktioniert.
diese Platte zu machen, war ein ziemlicher Rundumschlag. Das war eine Aufräumsituation. Alles Mögliche erstmal wegzuschmeißen, was ballastartig in unserer musikalischen Biografie herummöbelte. Brannten halt die Bühnen und Stahlteile flogen durch die Gegend. Wir aber genauso, wie es irgendwie für das Publikum gefährlich war, irgendwie uns zuzugucken, war es für uns auch gefährlich zu spielen. Speed zu nehmen war auch ein Lebensstil. Der hat sich natürlich auch abgefärbt auf die Aufnahmen. Also man so bescheuert wie auf Speed zu sein, schafft man eben nur, wenn man Speed nimmt irgendwie. Und macht man auch so bescheuerte Sachen, die man halt in dem geistigen Zustand irgendwie hinkriegt. Tatsache war natürlich, dass wir sehr viel, ich glaube vor allem Speed genommen haben, wenn ich mich recht erinnere. Und also wir haben viel, also ich erinnere schon auch, dass wir... Ja doch, also gerade am Anfang gab es sehr lange Aufnahmesessions, das ging da so 4 Tage und 4 Nächte durch ohne Schlafen. Da produziert man natürlich andere Musik, als man produzieren würde, wenn man halt ausgeschlafen geht und 8 Stunden im Studio arbeitet und dann nach Hause geht. There's something extremely surreal that used to go on within the whole Neubauten framework that if you kind of stumbled into their world, it was an extraordinary thing. Nick Cave has known the band personally since they played in Berlin in 1982. Neubauten singer Blixa Bargeld founded the Bad Seeds together with Nick Cave in 1984 and until today remains guitarist for the band. A musical balance to the Neubauten, which all members of the band have looked for in one way or another. Wenn diese ganzen verschiedenen Auswege nicht auch da wären, dann würde diese Band auch nicht so lange weitermachen. Weil es gibt Dinge, die ich nur mit Neubauten machen kann. Und es gibt Dinge, die ich nicht mit Neubauten machen kann. Und es geht allen so. Wahre Begebenheiten in einen Zusammenhang zu bringen, der am Ende Musik bedeutet. Das war die Ausgangsidee damals. Also wie überhaupt dieser ganze anfängliche Musikbegriff von den Neubauten am Anfang eben war, Musik so weit zu erweitern, bis es keine Musik mehr gibt. Wenn alles Musik geworden ist, dann gibt es keine Musik mehr. Das war das Ziel. Als Musiktipp will ich diese einstürzenden Häuser ja nicht gerade bezeichnen, aber es ist ja ganz interessant zu sehen, wie sich die Rockmusik langsam aber sicher zum reinen Krach entwickelt. Guten Abend, liebe Aspekte-Freunde. Foreign audiences are more willing to listen. The Einstürzenden Neubauten looked for an English label in 1983 and then went on tour in the US. I
How do you pronounce your name and what does it mean in English? Einstürzende Neubauten means something that has been built up with a whole lot of work is collapsing just short time later. Yeah, that's such as a flimsy high rise. What? You mean like a high rise that is built very cheaply? Yeah, like it's like stepping on other people's work, actually. Yeah. But that's your personal defining. Yeah, what's yours? I usually translate it as collapsing new buildings. Does this refer to some of the new suburbs that have sprung up around Düsseldorf? No, usually in Germany, Neubauten is like one word. It's not new buildings, it's one word, and it's exactly every building raised up after the Second World War. So you separated it to Altbauten and Neubauten. And Neubauten is every building after the Second World War. Yeah, that's right. In the mid-80s, the Neubauten were considered worldwide to be the most interesting German music export. Even the German techs could not prevent it. In Japan especially, they enjoyed surprising success. Es hat sicher aus funktioniert und das war auch der Wert und der Stellenwert davon, dass es eben in keiner Weise eine Kopie von angloamerikanischem Vorbild war. Als wir das erste Mal in Japan gespielt haben, waren wir Teenie-Stars. Ich meine, das ist vollkommen absurd. Wir haben vor 4000 kreischenden Teenie-Mädchen gespielt, die, was war zu der Zeit noch angesagt, irgendwie gleichzeitig Duran Duran und Spandau Ballett gehört haben, 85 oder wann das war. Ich meine, das war wirklich die absurdeste Zeit überhaupt in meinem Leben, weil wie kommt das? Also, das hat mir auch im Nachhinein nie jemand erklären können oder ich habe das nie verstanden, dass wir zu diesem Zeitpunkt da so auf diese Art und Weise populär waren. Das Multivitamin. The first Neubauten video was made in Japan in 1985. The accomplished Japanese director, Sogo Ishii, combined the sounds of the German avant-garde with experimental Japanese butoh dance. Man hat schnell gemerkt, dass eine Gruppe wie Einstürzende Neubauten, genau wie Ken und Kraftwerk, was Außergewöhnliches darstellen. Die haben so ein Stück Wahnsinn mitgebracht, was eigentlich normalerweise, was vielleicht auch niemand aus Deutschland vermutet hätte. Despite worldwide success, the Einstürzende Neubauten do not act like a normal band. They have no place to practice. Instead, their laboratory consists of the record studios, in which they experiment and conduct sound research for months on end. The head of their English record company, Some Bizarre, made this kind of working style possible. The eccentric label manager, Steve-O, who brought Soft Cell to the top of the worldwide charts when he was only 16, would become a key figure in the band's career.
I remember walking into the studio and seeing them with the old multi-track tapes, which are like these big bold, you know, 2-inch, this thick tape. And they've actually cut patterns in them, like, you know, little triangles and circles. And I remember looking at all this tape that has obviously cost a lot of money on the floor, thinking they really care about the, you know. And quite frankly, they didn't. It was total anarchy. Initial mutual admiration would, in the course of years, turn into a tense business relationship. The Einstürzer Neubauten still claim they have never received a proper accounting from Steve-O. Die Beziehung mit Steve-O hatte sehr viele Schattenseiten, weil er auch ein schwieriger Mensch ist. Aber die unterliegenden Fakten waren, dass er uns fast unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt hat, um das Album fertig zu machen. Und wir hier in besten Studios im Trident hier in London arbeiten und produzieren konnten. Und das hat ihn auch richtig Geld gekostet und war ihm auch richtig egal. Hat dieses Zeug bezahlt, aber hat dann auch irgendwie alles Geld, was er damit verdient hat, auch für sich behalten. Also normal würde ich sagen, ist ein Arschloch. Aber zu der Zeit fand ich ihn sehr amüsant. Es war im Prinzip der größte Fehler, den wir je gemacht haben in der Karriere, weil wir dann, ich weiß nicht wie viele, 4 oder 5 Platten mit Zombizar gemacht haben und dafür quasi nie einen Pfennig Geld gesehen haben. Wir haben sehr viel Propaganda gesehen, aber kein Geld. Und bis zum heutigen Tag handelt Steve-O immer noch mit diesen Schallplatten und verdient sie an Hollywood-Filme etc. Und wir sehen immer noch kein Geld. In the mid-80s, the Einstürzer Neubauten had the chance to become real pop stars, but they remained stubborn and refused mainstream marketing strategies. Steve-O, der hat natürlich dafür plädiert, dass wir das Ganze richtig auf die Spitze treiben und hat sich angeboten, irgendwelche Gebäude zu besorgen, wo wir auftreten können, die abgerissen werden können, und war gerne bereit, die ganze Finanzierung von Abrisskränen, die dann mit der Birne das ganze Venue platt machen. Und sagt, am nächsten Tag hätte man dann natürlich Seite 1 aller englischen Tageszeitungen und wahrscheinlich, so wie der englische Markt funktioniert, auch wenn man dann eine Single mal machen könnte, hätte man auch die Nummer 1 Single zumindest. Und naja, so klug waren wir damals schon auch, um zu wissen, dass damit man sich tatsächlich dieses Grab geschaufelt hätte, weil, aus dem man dann nicht mehr rauskommt, weil was macht man dann beim nächsten Mal? The band is still not based on commercial success. Life and work are closely tied. Breaking limits of all kinds is still more important than charts and percentages. Ich meine, viele, viele Dinge kommen auf uns zu, die wir zu verarbeiten haben und mit denen wir klarkommen müssen. Und man kann wirklich die Übersicht nicht über alles behalten. Aber Japan ist eine größere Insel als England. Dankeschön. Wir sind richtig super chaotisch. Immer gewesen sind es immer noch einigermaßen. Das hat uns mitunter sehr, sehr viel geschadet. Also wir hatten bis Mitte der 80er Jahre waren noch nicht mal unsere Stücke noch nicht mal verlegt überhaupt.
Wir haben dann einen eigenen Musikverlag gegründet, den hat eben Mark Chung gegründet und daraus ist das riesige Freibank-Imperium geworden, aber er hat im Prinzip einen Verlag gegründet, um unsere eigenen Sachen überhaupt erstmal zu verlegen, weil wir haben also noch nicht mal das gebacken gekriegt. Chung is the only one who has dealt with the financial affairs of the band. Otherwise, very little is planned. Es gibt ja hunderte Geschichten, die eben genau diese Konsequenz im Nicht-Nachdenken halt auch beweisen, was weiß ich. Mufti legt sich mit dem Vorschlaghammer, weil er auf ein Bühnenbrett haut, was federt und den Hammer wieder zurückfliegen lässt. Oder aus Amerika gibt es eine Geschichte, wo sich Mufti mit der Flex in die Stirn sägt, vor der Bühne fällt, Flasche Wodka greift und mit dem Taxi ins Krankenhaus fährt und die Band erst 20 Minuten später merkt, dass irgendwie einer fehlt. Ist schon eine Menge passiert immer irgendwie. Also Daumen wurden immer platt gemacht. Aber wir dachten, dass es wenn dem Publikum zumutet, das muss man sich auch selbst zumuten. FM Einheit, alias Mufti, the drummer, is not only the most obviously physical of the Neubauten, his sound creations form the basis of their music. Wenn du die Musik nicht spürst, wenn du sie machst, wenn die irgendwie sich nicht total gefangen nimmt, auch körperlich irgendwie und dich angreift, auch wie irgendwie Stahl und Steine, die du benutzt, die begreifen dich ja an. Irgendwie. Du spürst sie immer ganz direkt, die tun was mit dir. Dann wird das Konzert auch ziemlich an einem vorbeigehen. Irgendwie. Ich finde das letzte schöne Sternentier. Ich finde das letzte Fiegel um die Stirn. Ich finde das letzte Biest am Himmel. The songs have incredible power, but they also have this amazing sort of melancholy, which they always manage to reach on stage. I think Blixer certainly is a romantic, and a kind of someone who's sort of who's constantly searching for something with what he's doing. Was ich war, fühl ich, fühl ich auf, ich finde es auf. Dies ist ein Kuss. Blixer, I probably know the best because I've known him for the longest. And he's complicated, difficult, arrogant,
Very charming. Incredibly eccentric he's become now. He's a fantastic character. I don't know anybody else like Blixer. I think he's a real intellectual. Genuine intellectual, and in those days there weren't many intellectuals around. And he's a very original thinker. Anfangszeit gab es keine festgelegten Texte, sondern ich habe einfach nur versucht, meine Technik zu perfektionieren, den Mund aufzumachen und zu warten, dass etwas rauskommt. Das hat was mit Unterbewusstsein, mit Unbewussten zu tun. Und je mehr man versucht, darauf einen Zugriff zu haben, umso mehr entzieht es sich auch. Das machte es für mich notwendig, dann anzufangen, Skelette zu bauen und Ideen, die ich dann in irgendeinem Moment hatte, eben zu fixieren und zu versuchen, sie dann mit musikalischem und auch textlichem Fleisch einfach anzureichern. Das hat sich dann nach und nach immer weiter ins Schreiben entwickelt. Also tatsächlich dann Ideen im Voraus zu bearbeiten und dann erst anzufangen, musikalisch damit zu arbeiten. Lass meine Mitte deine Achse sein, um wie dein Leib sich bindet. Lass mich zwischen deinen Säulen. Blixer Bargeld deconstructs the German language in his text, similar to the way the Neubauten turn noise and sounds into music. Bargeld tears the words out of their original meaning, and in doing so creates a unique text cosmos, full of metaphors and powerful analogies. Wird das Licht als erstes sehen. Lass mich dein Delta durchschwimmen, geneigten Hauptes durchqueren. Lass mich kostenlos sonst der Welt zum Fisch in deinem See sein. Den Gang der Welt auf allen Vieren. In 1986, the Neubauten react differently than they had in England a few years before. If at that time they rejected marketing stunts, they now accepted the offer of well-known theater director Peter Zadek to appear nightly in his musical, Andy. Der Hügel nicht erfroren. Wir haben 86 dieses Andy-Spektakel im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit Zadek gemacht. Hatten da zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und das hat letztlich dem Gedanken von Neubauten total widersprochen und eigentlich die Band auch kaputt gemacht, finde ich. The play was a disaster. But the Neubauten got enthusiastic reviews. And the English press, from the gossip papers to the literary journals, discovered the band. Dann hat mich natürlich zusätzlich noch gereizt, dass sie mit Müll Musik machen. Also dass sie nicht mit Instrumenten und solchen, also dass sie wirklich Müll benutzen und auch die Geräusche von Müll herstellen. Das ist Großstadt. Das ist sozusagen die Symphonie der Großstadt, die finde ich, vielleicht ist es meine romantische Ader, die das ist. Das könnte sein. Wenn du plötzlich Geld verdienst, dich in einem sicheren, nicht mehr zu reflektierenden Rahmen einer Theateraufführung beispielsweise bewegst, dann hast du schon ein Stück von dir verloren. Das ist eine schwierige Position, mit der sich bestimmt ganz viele Künstler beschäftigen müssen, aber es ist halt so. Ja, wir haben uns verkauft dafür. Es gab für mich zu dem Zeitpunkt quasi keinen anderen Ausweg. Ich habe das Buch gelesen und dachte, das ist furchtbar. Und habe es abgelehnt, aber dann wurde mir einfach klar, gut, wer bin ich, dass ich jetzt also
dieses Angebot ausschlage. Ich sitze in einer Wohnung, die gekündigt ist. Das Telefon ist schon abgestellt. Ich weiß nicht, wo ich nächsten Monat leben werde. Und dann schlage ich so ein Angebot, irgendwie ein halbes Jahr mit Peter Zadek in Hamburg Theater zu spielen für eine fürstliche Gage. Das schlage ich einfach so aus meiner künstlerischen Überzeugung. Lehne ich das ab, irgendwie, das macht keinen Sinn. A few years later, the conditions are completely different in Werner Schwab's Faust. Here, they are not merely a provocative addition. Instead, the play was written specifically for the Neubauten. Faust ist ein Zündler, weil Zündholzschachteln sammelt. The Einstutzner Neubauten become an object of German culture. They appear at international art exhibitions and represent Germany at the World's Fair in Vancouver in 1986. Das sind zwei unvereinbare Welten. Insofern vertrete ich gerne die deutsche Kultur, weil ich liebe die deutsche Sprache, bin Deutscher. Und ich wüsste nicht, warum, wenn mich schon jemand darauf reinfällt, mich als Vertreter der deutschen Kultur anzuheuern, warum ich es nicht einfach machen sollte auch. Weil ich dann was vertrete, was eigentlich nicht vertreten werden sollte. Widely recognized in the West, the Einstutzner Neubauten remained suspect to officials in East Germany. The East German dramatist Heiner Müller recognized their potential and produced a radio play with the band already before the German reunification. Wir wollten immer in der DDR spielen, durften aber nie, weil das eine Argument war, Einstürze und Neubauten gibt es in der DDR nicht. Das andere war, dass wir Faschisten sind und deswegen konnten wir halt nicht hinter ihren Schutzwall. Als dann die Mauer aufging, dann haben wir gedacht, ja, nee, jetzt müssen wir denn, jetzt spielen wir auf jeden Fall sofort. Zack, gleich rein und spielen. Wir spielten zwei Konzerte an einem Abend. Ein Konzert, Leute raus, nächste Leute rein, zweite Konzert. Und zwischen diesen beiden Konzerten tauchte dann Heiner Müller auf, das war so verabredet, weil er wollte heute eine kurze Einführungsansprache halten. Aber er tauchte auf mit der gesamten französischen Regierung in unserer Garderobe. Bis auf den Präsidenten, also alle Jack Lang, der Kulturminister und Wirtschaftsminister, und alle kamen plötzlich irgendwie, kamen von irgendeinem offiziellen Staatsakt. Wir sitzen nichts an in der Garderobe, plötzlich kommt seine französische Smoking-Mannschaft da rein und das war sehr eigenartig. The more interest the world shows in Einstutzner Neubauten, the more difficult it becomes for them to concentrate on their artistic work. The creative process takes longer, and there is increasing disagreement about the artistic direction of the group. Nach 10 Jahren ist dieser Punkt dann wesentlich schneller erreicht als in den ersten Jahren wahrscheinlich, dass man sich auf die Nerven geht. The first to go is Mark Chung, bassist, financial manager and founder of the publishing project. Mark took a long time to get to know because he's got this sort of facade which is quite difficult to break down. And when he wasn't in the band, he'd just behave like a complete yuppie all the time. Mark was the kind of business tycoon man. And he always had, his girlfriends always looked like air hostesses and stuff. Ende 94 habe ich hier ganz aufgehört, 14 Jahre gemacht und
Das hatte tatsächlich vorwiegend persönliche Gründe. Also, wie gesagt, es gab ja immer diese Dualität. Ich habe ja dann die Geschäfte gemacht und dann den Verlag gemacht und der hat dann irgendwann ein Eigenleben entwickelt. Und wenn es möglich gewesen wäre, das so weiterzumachen und mit dem Anspruch an mich selbst, den ich hatte, hätte ich das wahrscheinlich weitergemacht. Aber die Entscheidung war eher dafür, zu sagen, okay, ich will das jetzt mal mit dieser Firma jetzt mal doch mal 100% versuchen, mal sehen, was da dabei rauskommt. The separation from the second frontman for the band, FM Einheit, was less peaceful. As before. Dann kam es wirklich eher zu Situationen, dass Blexer und ich uns einfach unheimlich wirklich sehr weit auseinandergelebt haben. Also dass das letztendlich das, was ich da angebracht habe, Musik irgendwie für ihn nicht mehr interessant war, dass er nichts damit anfangen konnte, irgendwie da auch nicht mehr zu gesungen hat, irgendwie. Und umgekehrt, ich auch irgendwie, was er an Vorstellungen hatte, irgendwie für mich da eigentlich kein Weg mehr war, da irgendwie dann teilzuhaben. Und Mufti ist dann plötzlich nie in meiner Abwesenheit, wurde mir nur mitgeteilt, dass er jetzt aufgehört hat. Also ich habe kein Wort mit ihm darüber geredet seitdem. Warum er jetzt ausgestiegen ist konkret, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus persönlichen Gründen. Es hat mir gereicht. Die Neubauten sind nicht mehr eingestürzt und deswegen bin ich ausgestiegen. Ja, das war ein Schock und ich wusste auch erstmal nicht, ob wir denn jetzt noch weitermachen oder nicht. Es hätte mir in meiner damaligen... Das war mitten in der Platte. Ich hätte da jetzt noch vielleicht sagen können, ja gut, dann haben wir eben jetzt eine halbfertige Platte und schmeißen wir weg. Aber es wäre allein ein finanzielles Desaster für mich und die anderen geworden schon allein. Du kannst nicht irgendwie den Vorschuss einer Plattenfirma kassieren und dann eine halbe Platte aufnehmen und dann beschließen, aufzuhören. Das muss man vor einer Platte machen. Also haben wir dann doch weitergemacht. Und das hat sich dann alles zum Guten gewendet. After Mufti's departure, the Neubauten distance themselves even further from their rough early days. Music and texts become more accessible. Song structures and melodies are introduced. A new expression for an always present romanticism. Romantik im Sinne von, wir stellen eine Kerze auf den Tisch zum Essen und drehen das Licht runter? Nein. Romantik im Sinne in der Tradition, sagen wir mal, deutscher Romantik, vielleicht, ja. Damit haben wir schon irgendwas zu tun. Welcome, Monsieur Guillotine. La machine amoureuse de Francis Picabia. We give you the guts of jet turbines. In all its golden glory. As replacements for Mark and Mufti, the remaining three members hire Jochen Arbeit to play guitar and Rudy Moser on percussion. Du spürst auf jeden Fall, dass die drei schon länger zusammen sind. Und es vielleicht ein bisschen schwieriger ist für jemanden, der noch nicht so lange dabei ist, schnell genug ernst genommen zu werden. Also für mich war das sehr einfach, weil ich die Jungs halt sehr lange kenne. So, für mich ist es überhaupt kein Problem eigentlich gewesen. Überhaupt nicht. Disarray.
away. Please obey. Rudy Moser faces the most difficult task, replacing the band's central percussionist, F.M. Einheit, alias Mufti. Vollkommen andere Art, glaube ich, sowieso. Und deswegen ist wahrscheinlich das auch der Grund, warum wir gar nicht erst verglichen werden. Ich habe auch nie versucht, ihn zu kopieren. Außer, dass ich natürlich Stücke spielen muss oder auch will. Es macht auch tierisch Spaß, was der Mann gespielt hat, was er sich da ausgedacht hat. Ist ziemlich clever und macht richtig Spaß, es zu spielen. Dutzend Jahre mit Mufti und Mark waren schon ziemliche Kämpfe im Studios. Also es waren immer Durchsetzungskämpfe, wie man etwas zu machen hat und wie man was nicht geht. Und jeder hat sein. Und aus diesen Reibereien entstand natürlich auch die Musik. Und jetzt ist es etwas anders. Die letzte U-Bahn ist weg und wir spielen Letztes Biest. Years of Einstürzenden Neubauten. Many claim that they have lost the revolutionary energy. Today they sound different. The experimentation is more subtle. They are more relaxed and complex. But they have neither conformed to current trends, nor have they become simply interchangeable. Even in the light of all the visible and audible differences, the Neubauten have never fallen prey to the temptation to copy themselves. Mal eine Frage. Meinst du, du könntest irgendwann mal Musik machen, um ein breites, großes Publikum anzusprechen? Sagen wir mal so, irgendwann wird sich das breite, große Publikum so weit geändert haben, dass wir die Musik dafür machen. Du bist aber sehr utopisch. Nein, ich bin total optimistisch, wie immer. Ich bin doch verschrien dazu, Optimist zu sein. Ne? Alle denken, ich bin Optimist. Ne? Ich bin doch der totale Optimist. Behaupten doch alle. Richtig. Eben. Mahlzeit. Halt mich fest. 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 Oder Himmels Spettel. Nimm sie nicht. Oder weit, weit, weit. Darüber. Halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest. In der Himmels Spettel. Halt mich fest. Halt mich fest. Nimm sie nicht. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Ich bin das letzte schöne Sternentier. Ich bin das letzte widrige Gestirn. Halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest, ich bin das letzte Biest am Himmel. Bin das letzte Biest am Himmel in der Morgendämmerung. Gehen mussten auf das Barock und im Westen. We'll be right back.
Zeit. Die letzte U-Bahn ist weg. Ja, die letzte U-Bahn ist weg.